Revierderby-Freunde, Dortmund gegen Schalke. Westfalenstadion gegen die Veltinsachsen. Wer von beiden hat das bessere Essen im Stadion? Vom Döner über Grillschinken und vor allem das Currywurst-Duell. Auweia, das sieht tough aus. Fußballmäßig haben die beiden ja aktuell nicht viel am Hut miteinander. Schalke kämpft in Liga 2 und in Dortmund ist alles fein, solange die Kurve springt. Und genau da will ich jetzt hin. Süßigkeiten gibt's da unten auch. Brezeln, Bockwurst, Döner. Als erstes mit der Stadionwurst. In diesem Stadion musst du aber eine Karte kaufen oder irgendwie sowas aufladen, um zu bezahlen. Das ist ja schon. So, hab mir jetzt so eine Karte gekauft, die heißt BVB Stadiondeckel. Damit kann ich bezahlen. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Hey, eine Krakauer. In dem Sinne. Wow, diese Krakauer ist grandios. Das ist meine Lieblingsstadionwurst, Krakauer. Geil, knackig, saftig, geil. Mega. Aber jetzt mal, Stadionwurst wirklich 8 von 10. Oh, Broski hat uns eine Wurst besorgt, Baby. Take a look at this, my brother. Sieht das geil. Ich brauch Senf, hallo? Wo ist mein Pippa? Dieses Brötchen? Hab ich schon mal gesehen, tatsächlich. Das Brötchen oder? Was da drin liegt. Kommt hin. Oh, ist das mit Liebe. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Was habt ihr dann bekommen? Ich bin eher auf das Brötchen gespannt. Die Wurst finde ich ein bisschen labbrig, wenn ich ehrlich bin, Simon. Finde aber geil, wenn die so weich ist. Die Zähne machen es halt mal mit. Ist aber viel geiler, wenn du nicht so eine harte Haut außenrum hast. Weißt Boah, ich mag es, wenn es so schön knackfrisch ist. Ja. Das Brötchen ist das Beste, was ich jemals gegessen habe, würde ich jetzt sagen, in dem Stadion, aber ist ja nicht im Stadion, ist ja nur vorm Stadion. Naja, also ist schon dicker, sonst sind wir mal das falsches Ende gespart, wenn die beim Brötchen sparen. Die Wurst mag ich ganz, ist okay. Die ist mir ein bisschen zu weich. Ich mag eher so das Knackfrische. Aber ist trotzdem lecker. Die Wurst hier draußen kriegt von mir wirklich eine souveräne 7 von 10, finde ich. Nee, sogar eine 8 von 10, finde ich echt gut. Das Gesamtpaket stimmt wirklich, ja. 8 von 10. Das ist das, was bei dir immer so fehlt in deiner Bewertung, diese persönliche Note. Um diese zwei Damen da hinten dran, die machen das mit so viel Liebe, so viel Zuneigung. Und da kann man mal sagen, das ist eine 8,5 von 10 und nicht eine 8 von 10, zum Beispiel. Ja. Wer sagt denn, dass du dir die Bewertung machst? 8,5 von 10, meine Freunde. Danke. Kuss, Digga. So, wir haben jetzt vor dem Stadion hier einen geilen Stand gefunden. Hier gibt's. Ist es auch Veltin? Ist voll lecker, das Bier. Ist das Veltins? Schmeckt richtig gut. Ich habe noch nie Veltins getrunken. Ist voll weich. Der Schaum ist schön weich, finde ich. Ich hatte in beiden Stadien Zugang heute zur VIP-Loge, weshalb wir heute wirklich das volle Spektrum einmal durchgehen können. Also wir sind hier, wie ihr schon gesehen habt, in der VIP-Area. Und hier kann man direkt rausgehen. Und ist direkt draußen hier. Boah, das ist mein erstes Mal gerade. Das erste Mal Veltins-Arena. Wow. Ich freue mich, das Spiel zu sehen und ich freue mich aufs Essen und aufs Laufen! Es ist heute tatsächlich mal ein geiles Privileg, im VIP zu sein. Ihr wisst, ich bin eigentlich gerne mittendrin, aber im VIP-Bereich ist heute die erste einzige Ecke, wo es Alkohol im Stadion gibt. Und das ist wunderbar. Also, eventuell habe ich mir auf Schalke auch ein bisschen einen über den Durst getrunken. Tschüsschen! Ich verschütte noch mein Bier, ich bin so emotional, Baby. Veltins kriegt von mir wirklich, das kann man so gut kippen, kriegt von mir wirklich eine 9 von 10. Sehr geiles Bier, finde ich. Findest du nicht? Veltins ist stabil, oder? Da wird davon auch gar nicht voll, oder? Doch, da wird man voll. Also ihr seht hier, das ist der Glück auf VIP-Bereich. Oh, hier gibt's Nachtisch. Hier gibt's auch noch mehr, hier gibt's Gemüse-Elbi, hier gibt's das, was die anderen Jungs gegessen haben. Das war wirklich sehr, sehr geil. Also hier gibt's wirklich sehr viel Auswahl. Hier gibt's geiles Chicken. Das sieht schon lecker aus mit dem Ohr, mit dem Fisch. Der Thunfisch sieht schon geil aus, sieht schon lecker aus. Ich glaube, ich werde es kein Feinlichen. Ich kann es nicht feinlichen. Ich werde mir natürlich heute ordentlich einen reintrinken, aber vorher brauchen wir eine Grundlage. Und dafür nehmen wir direkt als erstes das Essen hier in der Loge unter Beschuss. Und danach gehen wir ums Stadion und schauen an, was sie haben. Und das hier, Freunde, das gibt's heute auf den Nacken kostenlos die ganze Zeit. Die Flat, Flat, Flat. In Dortmund gab es eine große Auswahl von Antipasti und Tellergerichten. Wir haben grandios Mozzarella mit Tomate. Wir haben Antipasti-Teller. Wir haben einen Tortellini-Nudelsalat. Wir haben Tellergerichte wie Nudeln, Rosenkohl, nee, danke, Tortelloni oder Cannelloni.
Kartoffelgratin. Wir haben Wirsing, feiere ich gar nicht. Ich glaube, das ist Fisch oder Schnitzel. Und wir haben ein wow, grandioses Steak und das probiere ich jetzt. So eine geile Aussicht hatte ich noch nie beim Essen, glaube ich. Und da oben sieht man alles nochmal in Nahaufnahme. Wow. Ich hoffe einfach mal, ihr seht mich. Oh, setz dich doch an den Tisch. Nö, hier sehe ich ja alles. Ehrlich? Wow. Sehr, sehr geil. Kartoffelgratte wie zu Hause, wirklich. Kannst du nicht mit dem Stadion vergleichen, halt, ne? Das Kartoffelgratin ist grandios. Das Steak ist grandios. Das ist alles grandios. Aber nicht nur Logenessen ist heute natürlich dran. Dortmund bietet im Stadion auch viele andere Dinge. Und bei den Ständen hier zwischendurch gibt es Stadionwurst, Currywurst, Krakauer, Curry-Krakauer, Hähnchenschüssel, Pfannfrikadelle, Pizza-Pocket-Käse, Pizza Pocket Chicken Fajita. Hier außen gibt es Brezeln. Und hier bei den Auswärtsfans gibt es auch wieder das Gleiche. Und ich bin jetzt genau auf der anderen Seite vom Stadion. Im Grunde gibt es immer für jeden genau das Gleiche. Und für die Veganen ist hier auf jeden Fall auch gesorgt. Für Vegetarier ist auf Schalke übrigens auch gesorgt. Hätte ich nicht erwartet. Wir haben in dieser Lounge einfach einen, der ist vegan. Der sieht nicht mal im Ansatz, wenn man sich das Patty anguckt, sieht es nicht mal im Ansatz vegan aus. Bin ich ehrlich? Ich bin ehrlich. Timo meinte, er schmeckt. Er hat gerade schon abgebissen. Ja, schmeckt wirklich, ja. Boah, diese Soße da drauf. Chili Chiso. Der Saft wird so ab, guck mal. Also ich bin ehrlich, der ist lecker, aber zu dem Patty kann ich nicht viel sagen. Gesamtpaket schmeckt halt, weil die Soße so extrem ist. Guck mal, glaub, die Saft sind ja wirklich hier extrem runter. Das Problem ist, dieses Patty schmeckt nicht so nach gar nichts. Aber die Soße... Boah, das Patty finde ich geil, weil es ein Laugenpatty ist. Nee, der Patty meine ich gar nicht. Ich meine, das Achso, ist ja Patty. Ja, Bun. Ja, das Patty schmeckt nach nichts. Genau. Das Bun, ja, das so. Bun ist geil, weil es Lauge ist. Genau. Geschmorte Zwiebeln drauf. Also für einen veganen Burger ist der besser als viele andere Burger. Auch wenn das Patty nach nichts schmeckt, aber die Gesamtpaket ist sehr, sehr geil. Aber eine Sache, die will ich unbedingt testen. Ein Hähnchenkäfer. Da ist er. Und da ist anscheinend auch was. Hähnchenkebab. Im Dortmund-Stadion. Geh wieder rein und werd mein Döner essen. Boah, leckerer Schritt. Werd mein Döner essen, damit ich das Spiel nicht verpasse, Baby. So, Döner mit Joghurtsoße, Salat, Tomaten, Gurke und Chickenfleisch. Das Brot sieht lecker aus. Wenn der Dönermann die Soße innen reinschneiden würde, wäre das ein sehr guter Döner. Für einen Stadiondöner ist der Döner sehr, sehr stark, Dortmund. Hier, ich bin schockiert, damit hätte ich nicht gerechnet. Köln war scheiße, ihr seid gut. Nach Hertha, der beste Döner im Stadion, 6 von 10. Für einen normalen Döner, für einen Stadiondöner, 8 von 10. Wie sieht's denn auf Schalke aus? Was gibt's da so Geiles an den Ständen? Oh ja, da gibt's die richtigen Stände, Baby. Hallo, ich mache mal den Grillschinken. Boah, Baby, das sieht ja mal. Wow, holy Mariah of Jesus, Baby. Wow, da ist noch so ein saftiges Kraut drauf. Das sieht sehr, sehr. Wow, da habe ich richtig, da ist richtig Bock drauf. Ich glaube, ich habe auch ein Premium-Stück, aber ich bin nicht ehrlich. Wow, also hier ist so ein Rand dran, der ist schon hart und, aber ich glaube, der ist mit Absicht, also wow, das ist ja next level geil. Also dieses Teil wirklich außergewöhnlich, sehr, sehr lecker, könnte nur ein bisschen saftiger sein, trotzdem von mir eine sehr gute 7,5 von 10, wenn saftiger wäre es eine 8 bis 9 sogar, also das schon. Vor allem mit dem Kraut. Sehr, sehr geil und individuell. Sowas habe ich noch nie gesehen. Geil. Mit so einem guten Grillschinken wird es wirklich schwer mitzuhalten, sage ich euch. Aber auch Schalke hat Dinge, die jetzt nicht so mega reinknallen. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber die Schalker nennen es ein Club-Sandwich. Mit einem kleinen Stück Chicken. Mit Bacon. Mit Salat. Und Mayonnaise in einer Kugel von einem Brötchen. Sollen wir lieber die Kugel ins Tor bringen, da auf dem Feld, ne? Solange wie der kaut, ist das kurz drauf.
Dieses Brötchen ist trockener als die Sahara. Hat nichts mit einem echten Brötchen zu tun. Das hat nichts mit einem echten Club-Sandwich zu tun, sage ich euch, wie es ist. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Geschmacklich ist es sogar fein, aber wer das isst, ist auch gern Schuhsohle, 2 von 10. Aber der Rest von der VIP-Area war gut. Ich will sogar nochmal abbeißen, 3 von 10. Habt ihr noch Schnitzel? Ja, dann nehme ich ein Schnitzelbrötchen. Was soll ich euch sagen? Jetzt bin ich gespannt, ob ihr Quatsch labert. Also es sieht schon echt, finde ich, sieht schon lecker aus. Das Brötchen sieht eher scheiße aus, bin ich ehrlich. Das sieht schon wack aus. Aber wie immer geben wir alles in einen Versuch. Erstmal nur Brötchen. Schmeckt an sich nicht schlecht, schmeckt aber genauso wie ein Schnitzel, was du dir kaufst aus dem Supermarkt, was eingefroren ist und was ihr danach in die Pfanne oder, keine Ahnung, in den Backofen oder... Hast du nicht gesehen, Haut? Vom Geschmack her kann das eigentlich trotzdem was. Schnitzel an sich liegt von mir eine souveräne 6, das Brötchen eine 3, deswegen sind wir nur so bei einer sehr positiven gelegten 5,5 trotzdem, weil das Schnitzel trotzdem lecker ist. Nicht mal, als mir eine Käsebrezel gab, die war ausverkauft, dafür so ein Käse-Schinken war ganz geil aus. Ich glaube, das war preislich gerade so 4 Euro oder so, das ist richtig groß. Hätte jetzt mehr erwartet, dass es gefüllt ist, aber ist leider langweilig von innen. Schmeckt zwar, aber ist eher eine 5 von 10. Machen wir nochmal einen Sprung in die Loge. Während es bei beiden Spielen auf den Plätzen auf jeden Fall gut abgeht, haben beide Logen eine Currywurst. Diese Currywurst. Ich bin, wenn ich das sehe, noch skeptischer. Skeptisch. Ist auf jeden Fall ohne Darm. Sie schmeckt trotzdem nicht schlecht. Da fehlt auf jeden Fall Currypulver. Ansonsten gebe ich der Currywurst geschmacklich besser als in Leipzig, dennoch nicht mehr als eine 6 von 10. Schwimmt leider zu sehr im Curry. Könnte ein bisschen knackiger sein. Und ihr sagt mir doch immer, ich soll unbedingt die Currywurst essen auf Schalke. Jetzt habe ich schon auf Bochum gegessen. Das testen wir sie mal auf Schalke. Servus. Soll ich dir hier so eine schöne... Gib mir eine schöne Ladung. Mit Pommes oder Brötchen, der Mann? Mit Pommes. Currywurst Pommes. Ich hab leider keine Pommes. Ah, schade. Das Brötchen sieht schon wieder maßlos geil aus. Also wirklich. Ich sag's immer wieder, man darf nicht am Brötchen sparen. Und dieses Brötchen... Es gab keine Pommes hierzu. Ich weiß nicht... Oh, es tut mir leid, dass ich heute ein bisschen privilegiert bin und hier esse. Ich werde auch noch runtergehen. Aber es geht jetzt auch nicht ums Brötchen. Es gibt um die Currywurst. Jetzt nicht so krass. Ach, da kommt noch Pulver drauf? Ja, Simon. Ja, dann machen wir mal Pulver drauf. Ich habe mir jetzt scharfes Pulver draufgehauen. Mal gucken, ob es das besser macht. Es tut mir echt leid, Digga, aber ich finde die overrated. Ich finde die in Berlin leckerer, bin ich ehrlich, Freunde. Ich fand die auf Bochum auf jeden Fall besser, Freunde. Weil da war das direkt so geil, mehr Geschmack in der Soße drin. Und ich habe jetzt scharfes Pulver genommen und seht mal hier. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber da ist jetzt wirklich viel scharfes Pulver drauf. Ich finde die echt nicht besonders gut. Also es tut mir echt leid, aber ich finde die echt nicht besonders lecker, Freunde. Kriegen von mir eine 5 von 10. Ihr seht selbst, die nennen es wirklich Currywurst. Also falls ihr mal auf Schalke seid, habe ich auf jeden Fall eine bessere Alternative für euch. Hi. Eine Curry-Frikadelle. Wir probieren den Lachs, Freunde. Freunde. Guten Appetit, die Hurensöhne. Currybulette, Freunde. Da sind Zwiebeln mit drauf. Scharf. Geil. Da sind einfach geschmorte Zwiebeln drauf. Voll lecker. Das ist viel geiler als die Currywurst. Die von mir eine 9 von 10 ist ultra lecker. Gebt euch das mal. Achtung. Alter, was ist das? Entschuldigung. Probier mal. 9 von 10. 9 von 10 sagt er. Obwohl er assi besoffen ist. Also nochmal als Update. Da waren einfach Jalapenos mit drin. Das Ding war sau super sexy geil. Zum krönenden Abschluss gibt's Süßes.
Für die Schleckermäulchen da draußen bieten beide Waffeln an. Die beiden Sachen sollen grandios sein, die kommen jetzt beide auf meinen Teller. Waffel am Stiel. Schmeckt wie eine Waffel am Stiel. 7 von 10. Cheesecake. Creamy. Cheesecakey. Lecker. Unten so ein Keksboden. Sehr, sehr geil. 8 von 10. Aber was Süßes wollen wir jetzt, ne? Ah, Waffel. Baby. Das ist gefährlich, was du da veranstaltest, sag ich dir, wie es ist, ne? Aber so sieht schon professionell aus, oder? Sieht professionell aus. Dankeschön. Oh, ich muss schon sagen, schlecht sieht der Bums hier nicht aus. Wie schmeckt's? Sehr gut. Ich sag dir ehrlich, die Waffel 9 von 10. Ich bin da, wenn es heißt 9 von 10, Freunde. Ich bin da. Also, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was man bei Waffeln falsch machen kann. Aber gut. Boah, lecker. Die Sahne ist auch sehr gut. Die Sahne hat nicht so viel Zucker drin. Weißt du, was da drin in der Sahne ist? Es war so eine selbstgemachte aus so einer... Es war mit so wie man Lachgas herstellt, Freunde. Genau. So eine Sahnending war das. Also ganz ehrlich, die würde ich sogar im Restaurant als Dessert essen. 9 von 10. Ja, zum leichten Boah, ja. Und die Dame war auch sehr nett. Das Geist gibt nochmal einen halben extra Punkt für Persönlichkeit. Gibt's noch so eine kleine Kugel Vanilleeis, so? Oh ja, deswegen bleiben wir bei 9,1, Freunde, heute. 9,1 ist 9,2. Helga, look, mein Bruder. Very nice. Nice. All in all hatte ich bei beiden wirklich eine geile Zeit. Das beste Essen in Dortmund war für mich auf jeden Fall die Krakauer. Die hat gut geschwandert. Und auf Schalke war es tatsächlich die Currybulette. Wer von beiden jetzt am Ende die Nase vorn hat im Essen, ist gar nicht so easy zu beurteilen. Es war beides gut, aber Schalke hat schon besser abgeliefert. Und deshalb geht dieses Derby heute nach Gelsenkirchen, Freunde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Stadien ich noch vergleichen soll, Freunde. Gruß und Kuss. Bis zum nächsten Video. Macht es gut.